habt ihr gewusst, dass hier ist das meist gelesene, das meist verbreitetste, das bekannteste Buch auf der ganzen Welt. Und meiner Meinung nach das kostbarste Buch auf der ganzen Welt. Das ist die Bibel. Und wir kommen zum nächsten Teil. Und zwar wollen wir etwas aus dem hören. Wir haben einen Gast aus Thun. Er ist Familienvater. Er ist eine der leidenschaftlichsten Personen, die ich kenne in meinem Umfeld. Er leitet eine Schule. Er leitet das Bless Thun. Das ist das gleiche wie hier, aber eigentlich in Thun. Er leitet oder er hat Festivals veranstaltet schon. Er ist ein Mann mit einem riesigen Herz, mit einem riesigen Feuer. Und zwar für Gott, für Jesus, für den Glauben. Geru, komm doch zu uns. Hast du noch irgendwie etwas anzufügen an meiner Beschreibung? Ja, nicht viel eigentlich. Aber ich bin wirklich mega on fire, einfach für junge Menschen. Ich liebe es, was hier abgeht im Bless. Aber auch in der ganzen Schweiz, wir sind ja dran, richtig Bless zu gründen. Wir haben jetzt 7 Bless schon in der ganzen Schweiz. Heute Abend startet zum Beispiel Bless Seeland. Eine Riesenpower, eine Riesenfreude. Ich bin richtig on fire für das junge Menschen. Erweckung in unserem Land. Ich liebe es. Dann, wie du gesagt hast, ich bin im Leitungsteam von Max. Das ist unsere Schule, für, wo wir Leiter trainieren, ausbilden. Dieses Jahr der grösste Jahrgang. Da fängt in 3 Wochen an. 35 Studenten haben wir, wo wir in den Tracks Jugend, Worship, Kirche bauen und Mission wirklich trainieren und schleifen. Das ist noch cool, da kann man 60% ganz normal arbeiten, 2 Tage, Donnerstag, Freitag, die Schule. Wenn du noch nicht weißt, was machen dieses Jahr, kannst du noch kommen. Es fährt im Oktober an. Meld dich unbedingt, kannst du unten bei mir vorbeikommen. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Ich kann dir sagen, auch für deine Berufung hineinzufinden. Grandios. Nachher eben das Inselfestival, das wir letztes Jahr gestartet haben. Oh, das ist auch so etwas Bless Bern, wo ich denke, hey, das haben wir gestartet, um alle Bless mal zusammenzukommen. Das ist im Sommer 2024 das nächste Mal und ich freue mich mega. Ich glaube, das Festival ist so, es ist wirklich so nice gewesen letztes Jahr. Wir haben so krass Gegenwart von Gott erlebt, wir haben so cool erlebt, einfach zusammenzukommen. Und nächstes Jahr wollen wir einen drauflegen. Wir wollen all unsere Freunde mitbringen, die Jesus nicht kennen, aus so einem Ort vor Begegnung schaffen, wo Menschen wirklich dem Jesus begegnen. Genau, so für das brennt mein Herz. Natürlich Bless Thun. Genau. Yes, kommen wir zu dieser Predigt. Ich freue mich mega drauf. Das Thema spricht mich auch selber sehr an. Ich hoffe euch auch. Und ihr könnt während der Predigt ihm Fragen stellen. So auf slido.com, Hashtag BlessBern. Und wir stellen die am Schluss nach dem Geru stellen. Genau. Viel Spass. Merci. Wow. Ich habe mich so gefreut, hierher zu kommen. Ich kann euch sagen, letzte Woche ist wirklich so mein Herz bewegt worden für den Abend hier. Das Thema heute ist die Kraft der Gemeinschaft. Das klingt vielleicht sehr langweilig, aber Gott hat wirklich mein Herz bewegt. Wem von euch hat Gott letzte Woche auch das Herz bewegt? Fast niemandem. Mal ein paar schon. Wir gehen gleich straight rein. Die Jungs haben mir 25 Minuten gegeben. Ich muss da ein bisschen auf den Sack gehen heute Abend. Aber ich bin wirklich on fire für das Thema und ich bete, Jesus, dass du mit deinem Geist durch die Reihen durchgehst. Ich bete, dass du, Jesus, unsere Herzen aufmachst, dass wir heute Abend können wirklich aufnehmen, was du zu uns möchtest reden, auch was du durch dein Wort, das Eva erwähnt hat, zu uns möchtest reden, Jesus. Amen. Seid ihr ready auf sein Wort studieren? Ich liebe es, Bibel studieren. Wir wollen richtig eintauchen heute Abend zusammen. Als ich mich anfangs vorbereite auf das Bless Bern hier, habe ich gegoogelt. Und zwar habe ich das Gegenteil eigentlich von Gemeinschaft gegoogelt, Einsamkeit. Und recht gleich bin ich auf eine Studie gestossen. Ich habe, glaube ich, sogar noch einen Link. Ja, ihr könnt das mal scannen auf eurem Smartphone. Dann müsst ihr euch das mal zu Gemüte führen. Das ist eine ganz schön gemachte Webseite, eine Studie von Swiss Info, oder wie das heisst. Hey, und ihr müsst jetzt nicht durchschauen. Ich tue es jetzt kurz für euch zusammenfassen, aber echt, dass ihr es habt, für noch daheim mal durchzugehen. Als ich die Seite durchgeschaut habe, sind mir Tränen gekommen, Freunde. Es hat mir wirklich zerrissen, es hat mir mein Herz zerrissen. Habt ihr gewusst, dass in der Schweiz jede dritte Person
sich einsam fühlt oder einsam ist. Und dann habe ich gedacht, das sind sicher die Alten oder so grosse, die alleine einsam daheim sind. Aber wisst ihr, was krass ist? Dass die 16- bis 24-Jährigen, von denen ist es die Hälfte, die sich einsam fühlen oder einsam sind. Nicht grosses. Es sind die 16- bis 24-Jährigen. Und das ist komischerweise, würde ich sagen, gerade hier das Main-Publikum. Ultimativ ist das. Also junge Menschen sind einsam. Und dann habe ich weitergelesen, hey, ich kann euch sagen, mir hat es wirklich fast den Bogen gegeben. Habt ihr gewusst, dass was schädlicher ist als 15 Zigaretten am Tag rauchen? Einsamkeit. Die Studie hat herausgefunden, dass 15 Zigaretten oder 14 Zigaretten rauchen ist weniger schädlich als einsam zu sein. Einsamkeit, Leute, die einsam sind oder sich schon nur einsam fühlen, sie leiden dreimal häufiger an Rücken, Nacken und Schulterschmerzen. Leute, die sich einsam fühlen, müssen doppelt so viel zum Doktor. Leute, die sich einsam fühlen oder einsam sind, sind viermal mehr gefährdet, Schlafstörungen zu haben. Dann kommt noch der Hammer am Schluss. Leute, die sich einsam fühlen oder einsam sind, sind achtmal mehr gefährdet, mittelschwere bis schwere Depressionen zu haben. Krass. Wirklich krass. Ich habe ein bisschen weiter studiert, das hat mich so kaputt gemacht. Das UK, also das England, haben sie jetzt mittlerweile einen Einsamkeitsminister eingesetzt. Weil sie herausgefunden haben, das wird das nächste Riesenproblem in diesem Land. Sie reden von einer Pandemie von Einsamkeit und sagen, es wird die schlimmste Krankheit werden in Zukunft in England, die Einsamkeit. Und sie haben extra Minister für das eingesetzt. Die Frage ist natürlich, warum nimmt die Einsamkeit so zu? Und es ist recht stark zunehmend. Und in dieser Studie, die ich Ihnen gezeigt habe, sind drei Gründe aufgeführt. Grund Nummer eins ist die Individualisierung. Also, wir tun uns individualisieren. Wir brauchen eigentlich einander nicht mehr zum Leben. Früher hast du einander, hast die Familie, hast die Community gebraucht zum Leben. Heute brauchen wir das nicht mehr. Grund Nummer zwei ist die Digitalisierung. Wir tun lieber das Handy streicheln, gell? Als jemand anderes. Und es ist wirklich tatsächlich so, dass wir das Gefühl haben, durch Social Media sind wir besser connected zu anderen Leuten, aber in Wirklichkeit sind wir eben schlechter connected. Es tut uns wie etwas vorgaukeln, das aber eigentlich nicht das stillt, was wir zu tief finden brauchen. Und der dritte Grund, warum die Einsamkeit so krass zunimmt, ist die Wirtschaft. Besonders bei jungen Leuten haben sie herausgefunden, junge Menschen fokussieren sich auf Karriere, auf einen Job, auf das Arbeiten. Und das ist einer der Hauptgründe, dass junge Menschen, das sind nicht komische Leute, die keine Freunde finden. Das sind einfach Menschen, die sich in die Arbeit hineinstürzen. Freunde, mir hat das wirklich das Herz zerrissen, als ich das gelesen habe. Und ich habe dann gemerkt, dass Jesus hier in der Bibel, Jesus bringt ja immer auf eine Not, bringt er eine gute Nachricht. Wenn jemand krank ist, dann ist die gute Nachricht von Jesus Gesundheit. Wenn jemand blind ist, dann ist die gute Nachricht von Jesus, dass er ihn gesund macht und ihm das Augenlicht wieder gibt. Wenn jemand arm ist, ist die gute Nachricht von Jesus, dass er ihn segnen möchte. Und Freunde, wenn jemand einsam ist, ist die gute Nachricht von Jesus, die hoffnungsvolle Botschaft von Jesus, dass er nämlich die Gemeinschaft hineinführen möchte, auch mit ihm selber. Und das ist die Antwort, Freunde, auf die Pandemie von unserer Welt. Das ist die Antwort auf eines der grössten Probleme, die in Zukunft auch unsere Gesundheit, wie sagt man das, unsere Gesellschaft wird belasten. Durch auch Kosten, die auf uns zukommen. Jesus hat die Antwort. Und es ist Gemeinschaft. Hast du gewusst, dass
im Genesis 1, Vers 26, ganz am Anfang der Bibel, hat Gott die Welt davon machen. Und plötzlich kommt er auf die glorreiche Idee und sagt: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. In diesem Vers sehen wir verschiedene Sachen. Einerseits sagt Gott, löst uns. Also wir sehen, Gott ist in sich selber nicht einmal einsam. Gott ist schon ein Wir. Das ist, würde man sagen, die Dreieinigkeit. Der Vater, der Sohn, Jesus und der Heilige Geist. Also Gott ist in sich selber schon Gemeinschaft. Und er sagt, löst uns Menschen machen in unserem Bild. Und er erschafft nicht nur den Adam, er erschafft eine Gemeinschaft. Das ist der Style von Gott. Das ist das Setting, das Gott uns kreiert hat. Gemeinschaft. Und Freunde, ich merke, es ist auch unter uns Christen, die das eigentlich sollten wissen. Eigentlich sollten wissen, hey, Jesus hat uns geschaffen, Gott hat uns geschaffen in Gemeinschaft. Es ist eine verbreitete Fehlvorstellung, die wir haben, dass wir denken, hey, Gemeinschaft, Gemeinde, ist 2 Stunden pro Woche. Am Sonntagmorgen hängen wir es irgendwo in eine Kirche rein. Wenn du Glück hast, hast du irgendeinen hippen Pastor, der dir irgendwie eine nice Message hat. Wenn du noch etwas mehr Glück hast, hast du so einen guten Worship-Leiter, musst nicht aus einem trümmeligen Büchlein singen. Und hast vielleicht noch ein paar gute Leute, die du siehst. Das ist Kirche, Freunde. So ein Schwachsinn. Bullcrap. Es hat nichts mit dem zu tun, was sich Gott vorgestellt hat. Und Freunde, ich habe gesagt, das macht mich eigentlich richtig hässig. Weil es schlussendlich uns kaputt macht. Weil es komplett etwas anderes ist, als das, was Gott sich vorgestellt hat. Und jetzt wollen wir studieren, Freunde. Jetzt könnt ihr eure Handys, eure Bibeln vornehmen. Jetzt schauen wir mal, was Kirche eigentlich ist. Und das beste Beispiel, um das herauszufinden, ist natürlich die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte ist eigentlich die Geschichte der ersten Kirche. Und wir gehen direkt, straight rein. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Bis irgendwie 47, glaube ich. Und ich möchte euch das lesen. Das ist kurz nach Pfingsten. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Petrus ist aufgestanden. Das erste Mal mutig, hat preached, hat den Leuten erzählt, was die Botschaft vom Himmel ist. Und dann, nachdem er das gemacht hat, haben die Leute gesagt, wow, Petrus, was sollen wir jetzt machen? Und Petrus sagt ihnen, hey, tut Buß, kehrt um, glaubt an den Jesus und lasst noch taufen. Und dann sind 3000 Leute zu dieser Community dazugekommen. Auf ein Brett. Und dann sehen wir eine kleine Beschreibung von dieser Community. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren einmütig beieinander und hatten alles für alle. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ist das die Kirche von der 2 Stunden mit dem hippen Pastor, Freunde? Nope. Einfach nicht. Und jetzt möchte ich kurz hier durchgehen. Jetzt kannst du mir zuerst den Gelb geben. Die Freunde sind beständig in der Lehre geblieben. Beständig. Sie sind dran geblieben und haben die Bibel studiert. Dann zumal noch vor allem das Alte Testament. Sie sind dran geblieben in der Lehre der Aposteln. Und die haben ihnen erzählt aus dem Wort. Das ist ein ganz wichtiger Wert in der ersten Kirche. Und nachher heisst es, und beständig in der Gemeinschaft. Auf das wollen wir dann eingehen. Das ist genau das Wort, wo ich darauf eingehen will.
beständig in der Gemeinschaft, Freunde, hast du gemeint gewesen. Und das ist mehr als 2 Stunden am Sonntagmorgen, wir sehen es noch. Das Wort im Griechischen ist Koinonia. Das ist eine der radikalsten Vorstellungen von Gemeinschaft. Das übersteigt jede Ideologie, die wir hier schon hatten, zum Beispiel der Kommunismus oder was es auch immer für Vorstellungen hat gegeben. Es ist eine Gemeinschaft, wo man Teil hat, wo man einander teilhaben lässt. Dann gehen wir weiter. Und im Brotbrechen. Brotbrechen heisst nichts anderes als das Abendmahl nehmen. Mit dem Abendmahl haben sie sich erinnert an das, was Jesus da hat. Und das haben sie wahrscheinlich, geht man davon aus, auch einfach entspannt genommen, weil sie zusammen gegessen haben. Also sie haben Riesenfest gefeiert, sie haben zusammen gegessen, sie haben aber dabei auch das Abendmahl genommen und sie haben daran gedacht, was Jesus da hat. Sie haben gebetet. Wir haben eine Serie im Blessedtun über das Gebet. Und letzte Woche haben wir eine Fast- und Gebetswoche gehabt. Und von gestern auf heute haben wir eine Gebetsnacht gehabt. Wir haben es so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Wir haben letzte Woche wieder mal gefastet, 5 Tage. Ich kann euch sagen, das war ein Pain. Aber es hat so eine Kraft, das Gebet. Und die erste Gemeinde war beständig im Gebet. Sind wir auch noch beständig im Gebet? Und er ist Furcht über alle. Sie haben Gottes Furcht gehabt. Das ist ein spezielles Wort, ich kann heute Abend nicht mega darauf eingehen. Sie haben wirklich den Gott gefürchtet. Und er heisst, es sind viele Wunder und Zeichen passiert. Und da habe ich so Freude, dass das etwas ist, wo wir sagen, das ist normal im Bless Bern, im Bless Thun. Wir erleben so viele Wunder und Zeichen. Wir erleben so viele Leute, die geheilt werden, die freigesetzt werden. Und das ist so eine Freude. Und er, alle aber gläubig geworden waren, einmütig beieinander. Einmütig. Wir reden viel von Einheit. Und das klingt mega schön, oder? Einmütigkeit ist etwas anderes. Das heisst, sie haben nicht alles unbedingt gleich gesehen, aber sie haben einen gemeinsamen Fokus gehabt. Sie haben einen Blick gehabt, und zwar auf Jesus. Ihre Blicke haben sich auf Jesus vereint. Und erst nachher sind die Projekte gekommen, sind die Arme gekommen, ist was auch immer gekommen. Einmütig heisst, wir haben nicht unbedingt in jeder Frage die gleiche Meinung, aber wir haben den gleichen Blick auf Jesus. Und er und hatten alles für alle. Und das ist natürlich richtig crazy. Ich hatte mal einen, der hat sich frisch für Jesus entschieden. Im Blessedtun, ein Serb. Und der war so krass, der ist aus der orthodoxen Kirche gekommen. Und der hat einfach angefangen, wirklich begegnet. Dem ist Jesus im Zimmer begegnet. Ich kann es nicht weit ausführen. Crazy Story, wie dem Jesus begegnet ist. Und der hat für sich selber angefangen, die Bibel zu lesen. Und dann ist er plötzlich in ein Blessedtun gekommen. Und wir haben dann gesagt, hey gut, cool, du kannst gleich in eine Kleingruppe kommen. Hey, und der hat die Kleingruppe fast zum Explodieren gebracht. Und er hat gesagt, hey Kollege, also wir lesen hier Apostelgeschichte 2. Also macht ihr das? Dreht alles zusammen. Legt ihr das Geld hier zusammen hier? Und dann die natürlich auch, nein, das machen wir nicht. Ein Schleifzeug, macht ihr nicht, was da drinnen steht? Hey, dreht noch Waffeln. Hey, das hat ein Riesengestürm gegeben in dieser kleinen Gruppe. Der ist so radical unterwegs. Er hat gesagt, hey klar, das machen wir doch, das müssen wir auch machen. Wir müssen alles Stutz müssen wir zusammenlegen, komm, das machen wir auch. Alles, was dir gehört, gehört auch mir. Crazy. Und dann irgendwie müssen wir schlichten in die Kleingruppe. Aber das hat mich zum Nachdenken gebracht. Eigentlich geht es hier aber darum, es ist vielleicht in der heutigen Zeit ein bisschen schwieriger, oder, das wirklich so umzusetzen. Aber es geht doch eigentlich darum, dass wir ein Setting vom Herzen bekommen, dass das, was wir haben, eigentlich gar nicht uns gehört. Sondern dass das Jesus gehört, das, was wir haben. Und wenn wir das Verständnis, die Herzenshaltung haben, ja, dann gehört allen alles. Und dann kommt auch der nächste Punkt. Aber sie haben alles verkauft und teilen sich untereinander auf, je nachdem, wie es einer hat nötig hatte. Wenn einer arm ist, sie nichts hatte, dann haben sie einfach dem gegeben. Und Freunde, ich glaube, wir können das heute auch noch leben, in der Gemeinde.
Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo meine zweite Tochter auf die Welt kam. Meiner Frau ist es wirklich nicht gut gegangen. Die hat fast nicht mehr können. Man könnte auch mal sagen, postnatale Depression im Fachjargon. Dann habe ich unserer Kleingruppe, unserem Live-Gruppe gesagt, hey Freunde, wir können nicht mehr. Hey, dann sind die gekommen, ich kann euch sagen, mit Anlauf. Hey, was können wir machen? Und meine Frau hat das triggert, oder? Und ja, einfach müssen auf den Tisch klopfen und gesagt, hey, super, wir machen einen Plan. Wer geht einkaufen, wer kommt putzen? Hey, dann sind die Freunde von unserer Kleingruppe, sie können putzen, sie können den Boden schrubben, sie können die WCs putzen, sie gehen einkaufen. Das ist einfach crazy. Weißt du, wie das uns entlastet hat? Das hat ein bisschen an unserem Stolz genagt, weil plötzlich jemand von deiner Kleingruppe kommt und deine WCs putzen. Aber was für eine Kraft, Freunde. Und dann kommt eigentlich der Hammer, oder? Dann heisst es, täglich haben sie sich getroffen im Tempel. Der Tempel ist so ein bisschen das Setting, würde ich sagen, wie wir hier haben. Das grosse, oder? Der grosse Event im Tempel, hast alle Leute getroffen. Täglich. Und dann, aber nicht nur im Tempel. Sie haben ja Brot zu Brot gebrochen in den Häusern. Eigentlich auch täglich, wenn man es so daraus herausnimmt. Haben sie sich in den Häusern getroffen. Haben sie Kleingruppen gehabt, oder Hauskreise oder Hausgemeinden, wie man das immer sagen könnte. Und sie haben, was so wichtig ist, sie haben zusammen gegessen. Mit Freude. Essen war ein Wert von der ersten Kirche. Man glaubt es gar nicht. Das ist im Fall ein wichtiger Wert von Kirche. Zusammen essen. Und er heisst, sie haben Wohlwollen gehabt beim ganzen Volk. Und der Herr hat täglich hinzugefügt. Jetzt habe ich eine kurze, sind wir heute durchgerattert, eigentlich durch die wichtigsten Werte von Kirche. Und aus dem heraus können wir jetzt eigentlich ableiten und fragen, ja gut, machen wir das? Leben wir Kirche noch, wie es dort steht? Oder wie sind wir unterwegs? Jetzt möchte ich auf diesen einen Wert hineingehen, der ganz oben. Sie bleiben beständig in der Koinonia, in der Gemeinschaft. Weil ich glaube, dieser Wert ist, wenn es um Einsamkeit geht, das Wichtigste, Freunde. Und ich möchte heute Abend kurz mit euch anschauen, was heisst die Gemeinschaft? Was bedeutet das? Ich habe noch drei Punkte mitgebracht. Noch bevor wir in die drei Punkte hineingehen, ist Koinonia ist wirklich ein revolutionärer Begriff. Man könnte, so eine Kurzdefinition davon ist, es ist eine Totalgemeinschaft von den natürlichen und den geistlichen Gütern. Also alles, was wir geistlich haben, aber auch natürlich haben, teilen wir miteinander. Und Freunde, ich glaube, da ist ein Geheimnis drin verborgen. Ich glaube, speziell junge Menschen haben ein riesen Verlangen. Ich merke das in meiner 10-jährigen Erfahrung als Jugendpastor. Junge Menschen haben ein riesen Verlangen an Gemeinschaft. Weißt du, auf Social Media müssen wir uns ja immer so, so müssen wir uns geben. Aber eigentlich suchen wir nach einem Ort, wo wir sein können, so wie wir sind. Darum haben jetzt die cleveren Typen zu Amerika herausgefunden, wir müssen machen Be Real. Kommt ihr daraus? Die sind schon genug clever, die sind nicht blöd. Und es läuft wie blöd. Weil dort musst du dich geben, in dem Moment so wie du bist. Und das ist unser Verlangen. Wir suchen einen Ort, wo wir angenommen sind, genau so wie wir sind. Und ich habe so viele Geschichten in den letzten 2 Jahren, kann ich sagen, wo Menschen sind, in die Gemeinschaft hineinkommen und das haben erlebt. Ein Ort, wo sie so dürfen sein, wie sie sind. Und sie sind durch die Gemeinschaft zu dieser Gemeinschaft dazugekommen. Jetzt sind die drei Punkte. Jetzt kannst du mir mal das nice Bäumchen bringen. Punkt Nummer 1 ist, wenn wir von Gemeinschaft reden, müssen wir Nähe kreieren. Ein wunderschöner Baum, oder? Da hier aus meinem Stegenhaus.
Es ist leider ein bisschen Staub drauf. Ein mega schöner Baum. Er sieht wunderschön aus. Und man könnte sagen, es ist vielleicht so ein Instagram-Baum. Oder? Über dem könntest du jetzt mega nice Fotos machen und so. Es würde recht gut aussehen. Kannst du schnell ein bisschen näher schauen und sagen, ist der echt oder nicht? Klar echt, oder? Klar echt. Ist er echt? Er ist nicht echt, er ist fake, der Baum. Das Krasse ist eben, mit Social Media und dem ganzen Online-Grümpel, von weitem, auf den Fotos, auf den Videos, du kannst es noch editen, du kannst es mega schön schneiden, du kannst einen Filter drüber smashen, siehst du es nicht. Du siehst erst, wenn du nachher herkommst und mit dem Blatt so machst, merkst du, Scheibe, das Heil ist ja gar nicht echt. Aber er ist doch schön, oder? Nein. Sicher so eine Floristin, gell, oder so. Ich finde ihn nicht so übel. Aber ich habe auch nicht so einen Sinn für Pflanzen. Der merkt jetzt gerade, warum. Jetzt kannst du mir noch den geben. Das ist jetzt ein Original von meinem Balkon. Wirklich original. He? Und ich habe den... Das ist jetzt ein Tomatenbäumchen von meinem Balkon. Und wirklich ehrlich, ich habe den nicht präpariert für die Message. Ich habe ihn wirklich, ohne gross zu überlegen, gestern im Namen gedacht, das würde noch passen. Und der findet sich wirklich so vor auf meinem Balkon. Und er sieht scheiße aus. Er sieht wirklich scheiße aus. Ganz ehrlich. Und meine Frau und ich, wir sind wirklich schlecht mit Pflanzen. Darum sage ich meiner Frau immer, wenn wir bei IKEA sind, hey, das sind so nice Bäume. Lass uns so einen kaufen und meine Frau treibt fast im Roten, oder? Sicher nicht kaufen so einen. Dann geht sie wieder teure Pflanzen kaufen und in der kürzester Zeit sehen sie so aus. Bis ich auf AliExpress ein automatisches Pflanzenbewässerungssystem gekauft habe. So eine PET-Flasche kannst du hinten dran tun und dann kannst du programmieren, wie viel das er überkommt. Und dann meine Frau, das sieht scheiße aus. Und es ist auch nicht gut auf AliExpress einkaufen. Okay, ich habe es verstanden. Aber bei dem hier musst du nicht mal ein Instagram-Foto machen. Da musst du, wenn du nachher gehst, siehst, wow, es hat Tomaten dran. So, unglaublich. Du sagst es mit einem grünen Daumen, unglaublich. Aber das sind im Fall noch feine Tomaten. Konzentriert auf einzelne Tomaten, der Power. Aber der trägt Früchte, Freunde. Und es heisst nicht, weil etwas gut aussieht, von weitem auf einem Foto, dass es nice ist und Früchte trägt. Und wir kennen so viel darauf rein. Und wir haben Online-Pastors und Online-Church und YouTube-Church und Instagram-Church. So ein Bullshit. Ich sage es extra, es ist ein Schwachsinn. Leute, die sagen, hey, das ist mein Pastor, man. Es ist für nichts. Und dann, wenn du näher darauf hergehst, jetzt hat es ja die Doku gegeben auf Disney Plus, wo man fast hat den Kübel müssen lüpfen über Chile. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist es so authentisch. Ein grusiges Pflänzchen, aber es hat Früchte dran. Es sieht nicht schön aus, aber es gibt etwas her. Und Freunde, wir müssen eine Nähe kreieren. Wir müssen nach aneinander herkommen. Und eigentlich müssen wir uns tagtäglich sehen. Ich finde es nicht daneben. Lasst uns nicht Online-Churches und crazy Pastors und Zeug und Sachen verehren, sondern Freunde, lasst uns Nähe kreieren. Und ja, um das Teil zu gießen, musst jeden Tag, gell, ein Tomätli, man sollte jeden Tag nachher an diesem Teil Wasser geben. Ja. Jesus redet davon, ich bin der Weinstock und der Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, das ist mehr als einfach so ein bisschen nachher. Im Innen. Das ist
Das ist wie die schwangere Frau, die das Baby in sich drin hat. Das ist dann mal eine Beziehung, Freunde. Da redet man, glaube ich, von Symbiose. Wir müssen in Jesus innen sein und er in uns. Freunde, das ist das Ultimative. Das ist die krasse Gemeinschaft. Das ist das, was schlussendlich ausmacht. Ich muss schon gleich Gas geben, ich muss ein Beispiel weglassen. Obwohl, das ist so hammerfing, ich muss das gleich erzählen. Während Corona durften wir ja nicht mehr kleine Gruppen machen, ein Zeitchen. Und dann haben wir sogar unsere kleinen Gruppen rausgelassen. Ein paar Wochen lang. Und nach irgendwie 3 Wochen schreibt eine von unserer Kleingruppe und sagt, hey Freunde, ich gehe im Fall fast kaputt. Sie ist eine Singlefrau und sie sagt, Freunde, ich brauche dringend eine Umarmung von euch. Hey, das hat mich im Fall gekratzt hier tief drin. Sie hat gesagt, ich gehe kaputt, ich werde depressiv, wenn ich alleine bin. Es kann nicht mehr länger so weitergehen. Ich brauche euch als Kleingruppe. Ich muss euch wieder mal umarmen. Und dann haben wir gesagt, let's go. Let's go. Lasst uns rausgehen irgendwo an den See und lasst uns einander umarmen. Es macht uns kaputt. Weißt du, es ist nicht etwas sexuell Komisches. Aber wir brauchen eine Nähe, wirklich. Und eine Singlefrau mit 35, die braucht Nähe. Es ist nichts Schlimmes, wenn die eine Umarmung bekommt von einem Mann, ohne unreine Gedanken. Es ist vielleicht überlebensnotwendig für sie. Versteht ihr, was ich meine? Das ist mir so eingefahren. Und so viele Menschen sind kaputt gegangen in dieser Corona-Zeit, genau wegen dem. Gut, der zweite Punkt ist Liebe geben. Wir müssen Liebe geben, wenn wir Gemeinschaft kreieren wollen. Ich glaube, Freunde, Liebe ist der Motor der Gemeinschaft. Ist der Motor. Und Liebe können wir nicht einfordern. Wir müssen uns selber hergeben. Das ist die göttliche Liebe. Jesus hat sich selber hergegeben. Das ist der ultimative Beweis von seiner Liebe. Und es ist das Gleiche bei uns. Wir müssen uns hergeben. In einer Kirche kannst du nicht sagen, wow, das ist eine coole Kirche, was überkomme ich alles Nices von dieser Kirche oder von dieser Gemeinschaft. Nein, du gehst die drei rein in die Gemeinschaft. Du musst geben. Sonst ist es nicht Gemeinschaft. Sonst ist es nicht Kirche. Sonst ist es fake. Und weißt du, was auch noch fake ist, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Gemeinschaft mit Gott ohne Gemeinschaft mit anderen Menschen, die auch an Gott glauben. Das gibt es gar nicht. Gemeinschaft mit Gott ohne Gemeinschaft mit anderen Christen. Es existiert nicht. Es ist gar nicht möglich. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen crazy, aber es ist wirklich tatsächlich so. Und dann der dritte Punkt, und das ist ja noch, das ist noch der, der am wenigsten schön ist, ist, ich glaube, genau in dem Innen, wenn wir sagen, Gemeinschaft mit Gott ist nur möglich, indem wir Gemeinschaft mit anderen Brüdern und Schwestern haben, hui, das ist am wenigsten schön, ich kann euch sagen. Das ist das, was uns schlussendlich schleift. Aber wir kommen nicht dran vorbei, und das ist mein dritter Punkt, und der heisst Eier schleifen. Ich habe einen Vers gefunden, der ist mir nicht mehr aus dem Kopf rausgegangen, Galater 5,15. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Wer ist am Lachen? Das ist nicht lustig. Wenn ihr euch gegenseitig beißt und fresst, dann schaut zu, dass ihr euch nicht ganz auffresst. Habt ihr euch auch schon mal erlebt, wie man sich gegenseitig beißt und frisst? Ich erlebe es bei meinen Kids. Leck, das ist manchmal zu und her. Und Freunde, ich habe so schon erlebt in einer Kirche, wie man sich beißt und frisst. Und es ist manchmal nicht schön, wenn man zusammen unterwegs ist, wenn man nach zusammen unterwegs ist. Das ist viel schwieriger, als einen Online-Pastor anzuschauen. Im Fall. Aber wir brauchen es. Wir kommen nicht drum herum, wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott, kommen wir nicht um die Gemeinschaft drum herum.
Wir denken manchmal, die Gemeinschaft ist wunderschön, wenn wir zusammen worshipen. Und so okay. Und wow. Und vielleicht nachher am Schluss noch ein feines Burgerlein zwitschern. Oh. Und die Message war so gut, sie hat mir eine Seele so gut getan. Blödsinn, Freunde. Das ist nicht das, was es darum geht, wenn wir von Kirche reden. Oder es ist vielleicht ein oder zwei Zwölftel von diesen zwölf, die wir angeschaut haben. Eine richtige Gemeinschaft schleift sich gegenseitig. Und ich möchte dich fragen, wann bist du das letzte Mal so richtig geschliffen worden? Von deinen Freunden? Oder von deinen Leitern? Oder vom Wort, von dem hier, von Jesus? Überleg dir mal, wann bist du richtig challenged worden? Wann bist du so geschliffen worden, dass es da innen in dir gramüselt hat? Weißt du, was ich meine? Bei mir war es letzte Woche. Ich bin in einer Sitzung gehockt und dann hat man in unserer Gemeindeleitungssitzung. Und einer schaut mir wie so weit in die Augen und sagt: Hey, Geru, was du im Fall gestern hast gemacht, ist im Fall gar nicht okay gewesen. Und kennt ihr das Gefühl? Das ist im Fall nicht cool für dein Ego da drinnen. Dann kommen dir 100 Sachen in den Sinn. Das ist im Fall wegen dem und dem und dem und dem. Und willst du dich rausschnurren, oder? Und dann merkst du, oh, wahrscheinlich hat er noch recht. Scheibe. Und wann bist du das letzte Mal ermutigt worden? Weißt du was, es war für mich genau die gleiche Sitzung drinnen, wo die genau gleiche Person mir etwa 10 Minuten, 40 Stunden später gesagt hat, hey, Geru, du hast dann etwas gesagt. Wir müssen für das gehen. Freunde, das ist Gemeinschaft. Das ist Kirche, Freunde. Hey, aber es ist im Fall herausfordernd und es ist nicht cool. Es ist viel gemütlicher, einen Podcast zu hören auf dem Sofa, als zusammengeschissen zu werden. Aber es ist Gemeinschaft. Und es ist das, was uns weiterbringt. Und ich sehe so viele Menschen, die lassen sich von niemandem etwas sagen. Weder von ihren Freunden noch von einem Leiter. Und meine Erfahrung ist, wenn du dir von deinen Freunden nichts mehr sagen kannst, auch wenn du dir von einem Leiter nichts sagen kannst, du kannst dir noch viel weniger von Gott sagen. Weil Gott sagt noch viel verrücktere Sachen. Ich habe schon ein paar Mal erlebt. Aber wenn wir die Bibel lesen, hey, da wird die manchmal ganz krass challenged, herausgefordert. Wenn es da drinnen schwarz auf weiß steht, Sex vor der Ehe ist nicht okay. Macht es noch etwas da drinnen in dir? Oder macht es schon nicht mehr? Lass du dich herausfordern von anderen Menschen. Ich nehme jeden Freitagmorgen mit einem guten Freund von mir einen Kaffee und wir schleifen uns die Eier. Auf Berndeutsch gesagt. Wir lassen voreinander die Hose runter. Und dann stellen wir einander die harten Fragen. Geru, wie geht es dir mit deinem Handy? Hast du Scheisse angeschaut? Versteht ihr das? Ich brauche Freunde, die mir... Ich habe mir wirklich lange überlegt, darf ich das als Titel schreiben? Aber ich stelle mir so ein weisses Ei vor und ein bisschen Schleifpapier. Ich brauche Freunde, die mir die Eier schleifen. Wirklich. Das ist Gemeinschaft. Und das ist schlussendlich das, was mich weiterbringt. Aber ich lasse mich nicht von allen Leuten auf der ganzen Welt, durch ganze Kirche kaputt machen. Versteht ihr, wie ich meine? Aber ich brauche Menschen. Und ich lasse mich auch von Leitern. Ich könnte noch so lange über das reden, weil ich bin so on fire für das. Ich glaube, es ist so ein Schlüssel. Und zum Schluss, glaube ich, ist eine richtige Gemeinschaft eine Gemeinschaft, die eine gemeinsame Vision hat, die auf ein Ziel ausgerichtet ist. Es ist nicht, wir sind zusammen, weil wir ein bisschen soaken wollen, sondern wir sind unterwegs, weil wir eine Mission haben. Und die Mission ist, wir wollen die Hoffnung von Jesus in die Welt rausbringen. Und Freunde, das ist das, was junge Leute in der heutigen Zeit wollen. Sie kleben sich sogar auf die Strasse. Für eine Mission, die ich finde, die gut ist. Die Frage ist, haben wir eine Mission? Was ist unsere Mission als Gemeinschaft? Unsere Mission als Bless Bern ist doch, wir wollen Hoffnung in die Welt bringen.
Du, Gott, für die Stadt. Wir wollen die Perspektive von Hoffnung in die Welt hineinbringen. Und Freunde, ich bin so ergriffen für das Thema. Weil ich glaube, die Welt braucht die Gemeinschaft. Sie braucht die Community. Und es brauchen vor allem die jungen Menschen. Und ich sage auch bei den Jugendpastoren, wisst ihr, junge Leute wollen in ihren Jugendgruppen nicht Kuchen fressen und Spiele machen. Das kannst du überall. Gute Unterhaltung bekommst du überall. Für das musst du nicht in die Kirche. Junge Menschen wollen die Hoffnung bringen in die Welt. Das ist unsere Mission hier in Bless Bern. Das sollte die Mission sein von jeder Kirche hier in Bern. Und für das wollen wir gehen, Freunde. Vielleicht kann die Band mal vorkommen. Ich möchte heute Abend etwas Radikales machen. Das ist auch etwas, wo ich dafür immer wieder ein bisschen zusammengeschissen werde in meiner Gemeindeleitung. Ich sage viel zu viel radikal und krass und all das Zeug. Ich hoffe, es ist nicht auf den Wecker gegangen, weil ich probiere es immer wieder zu vermeiden, die Kraft auszudrücken, aber ich schaffe es fast nicht. Aber sie sagen mir es zum Glück immer wieder. Aber ich möchte heute Abend etwas machen. Und zwar glaube ich, wenn hier in der Welt 50%, die Hälfte der Leute einsam sind, ich glaube, es hat hier innen ganz viele Leute, die zu tief innen sagen, ich bin einsam. Und ich glaube, da ist eine riesige Scham drauf. Und das ist die gleiche Scham wie bei Adam und Eva, nachdem sie den Apfel gebissen haben. Ist da gewesen. Das ist das Erste, was sie gemacht haben. Sie haben sich geschämt. Sie haben Blättchen genommen und sich darum umgeliehert. Und wenn ihr die Studie schaut, die ich gepostet habe, ist irgendwie das zweite Video ist eine Frau, die erzählt, eine erfolgreiche Frau, die sagt, hey, ich schäme mich dafür, dass ich einsam bin. Und ich glaube, heute Abend hier innen hat es ganz viele Leute, die eigentlich, wenn sie tief in sich hineinlassen würden, sagen, hey, ich bin einsam. Vielleicht bist du in einer Kirche, aber du bist gleich einsam. Ich glaube, es hat ganz viele Leute, die in keiner Kirche sind. Und das ein Grund könnte sein, warum du einsam bist. Und ich glaube, es hat auch Leute da, die... Vielleicht bist du das erste Mal hier in Bless Bern und denkst, hey, was läuft denn mit dem da vorne? Vielleicht hast du gemerkt, in dir innen klopft dein Herz und du merkst, hey, ich brauche eigentlich genau die Gemeinschaft. Wo ich einen Ort habe, wo ich daheim sein kann, wo ich sogar in den Socken kommen kann. Und sie stinken. Aber wisst ihr, was ich euch heute Abend möchte sagen? Und ich glaube, du spürst es in dir innen, wenn du merkst, hey, ich bin jemand, der so einsam ist. Vielleicht fühlst du dich nur so. Oder vielleicht bist du super connected in einem Freundeskreis und gleich bist du ganz innen einsam. Niemand würde das Gefühl haben. Aber du merkst es ganz tief drinnen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass Gott heute Abend ganz vielen begegnen möchte, die das Gefühl von Einsamkeit haben in ihrem Herz. Aber weißt du, was ich vorher auch das Gefühl hatte beim Vorbereiten, ist, dass Gott genau für dich einen speziellen Auftrag hat. Und weißt du, was das Beste ist, für deine eigene Einsamkeit zu bekämpfen? Ist, wenn du aufstehst und dich für andere Menschen investierst, die auch einsam sind. Das ist ganz easy. Du kannst dich anfangen, um Menschen zu kümmern, die einsam sind. Und das wird deine Einsamkeit beseitigen, kann ich sagen. Und zwar auf einen Klapp. Und ich möchte dir heute die Möglichkeit geben für das. Und ich möchte, dass wir jetzt alle die Augen zutun. Und ich möchte euch heute die Möglichkeit geben, auch die Scham zu überwinden. Weil ich glaube, Jesus ist gekommen genau für die Scham. Und er hat die Scham gedreht am Kreuz. Er hat es gedreht. Er hat die Scham auf sich genommen, die auf deinem Leben liegt. Die dich vielleicht auch trennt von ihm. Und ich möchte ganz einfach fragen heute Abend, und du darfst heute, das möchtest, deine Hand aufhaben. Wer ist heute Abend hier und hat das Gefühl von Einsamkeit? Wer ist heute Abend da und ist vielleicht sogar auch physisch einsam? Du darfst jetzt deine Hand aufheben. Merci vielmals. Ich glaube, es hat noch ein paar mehr, die das Herzklopfen spüren. Hebt nochmal eure Hand ganz weit auf. Merci viel, viel mal. Wir werden jetzt in eine Worship-Zeit hineingehen.
Und ich möchte jedes einzelne von denen, die die Hand haben, aufgehauen vorhin, einladen, mit mir zusammen jetzt hinten runterzukommen ins Foyer. Ich möchte euch kurz zwei, drei Sachen sagen und dann möchten wir, wenn wir das dürfen, nur deine Handynummer aufschreiben, wenn du das möchtest. Wir möchten dich connecten in eine Gemeinschaft. Ich möchte nur zwei, drei Sachen mit euch teilen, unten im Foyer. Mir würde es mega freuen. Probier deine Scham abzulegen. Ich glaube, das ist das Beste, wenn du aufstehen und sagen, hey, yes, ich stehe auf, weil ich habe einen Auftrag bekommen von Jesus. Können wir das machen? Das Gebetsteam ist schon da, ready hinten für alle anderen Sachen, die dich beschäftigen. Wenn du das Gebet brauchst, wenn du Heilung brauchst, die sind schon ready da während der nächsten Worship-Zeit. Du darfst absetzen, ja? Eins, zwei oder drei? Nein, nicht ganz. Aber wie heisst die Show? Tabal, nein. Eins, zwei oder drei? Keine Ahnung, wie heisst die Show? Eins, zwei oder drei? Heisst die so? Tabaluga kenne ich noch, aber das ist ja gleich. Also, erste Frage. Wäre es angebracht, den Gottesdienst zu verändern oder abzuschaffen, um Gemeinschaft zu schaffen? Gottesdienst als Ressourcenfresser. Was ist, wenn ich jetzt Ja sage, Deva? Dann rufen wir irgendwie 30 Pastoren an und geben wir auf den Deckel. Ja, das ist eine gute Frage. Also, es heisst ja, in der Apostelgeschichte auch, wir sollen uns täglich im Tempel treffen. Würde jeder sagen, Gottesdienst rauffahren? Sie finden es nicht lustig. Ich finde es auch nicht lustig. Aber ihr merkt, es ist ein bisschen tricky, das Ganze, mit dem täglich und so. Und ich hoffe, ihr den Bogen nicht überspannt, weil ich denke, es ist definitiv nicht mehr ganz möglich, dass wir jeden Tag Gottesdienst machen, wie sie es in der Apostelgeschichte gemacht haben, und zwar im Tempo, zusätzlich aus Kilono. Also es ist nicht mehr ganz realistisch hier in unserem Setting. Gleichzeitig, glaube ich, müssen wir es mega gut überlegen, wie können wir die Gemeinschaft leben und was heisst Gemeinschaft eben ganz konkret. Und ja, wir haben unserer Gemeinde gesagt, wir fahren Gottesdienste ab. Wir machen nur noch zwei Gottesdienste pro Monat. Und wollen so Raum schaffen und Ressourcen, dass wir uns auch in den Häusern treffen können. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch nice, wenn man sich jeden Sonntag trifft. Weil studiengemäß gehen die Leute nur noch ca. einmal im Monat in die Kirche. Aber eben, ich finde es mega wichtig, dass wir eine Community haben, eine Gemeinschaft von Freunden, wo wir daheim auch zusammen unterwegs sind, wo wir einander spüren, wo wir einander sehen, wo wir einander nach sind. Aber über die Struktur reden, glaube ich, bringt es nicht unbedingt. Da müsst ihr hören, ringen. Ja, ich kann euch einfach mitgeben, dort, wo du eine Verantwortung hast, ist es eine Kleingruppe, eine Jugendgruppe, was auch immer. Fang es einfach dort an zu leben. Geh nicht zu deinem Pastor und sag, hey, wir sollten im Fall nur noch einen Gottesdienst machen pro Woche, als andere Schwachsinn. Leb es einfach. Geh treu in Gottesdienst und leb dort Gemeinschaft. Ja, ist echt das befriedigend, die Antwort? Ich finde schon. Merci. Ist eine wöchentliche Jugendgruppe auch so etwas wie eine Gemeinschaft? Auf 100. Ich bin begeistert von dem. Ich finde es cool. Ich finde, wichtig ist, dass es auch eine Mission hat. Nicht nur Güte essen und Spiele machen, sondern werdet euch bewusst, wir sind on Mission. Wir sind eigentlich als Freunde, die Hoffnung in die Welt hineinbringen. Das ist das, was uns zusammenbringt und nicht feine Güte. Sondern es ist unsere Vision, dass wir Hoffnung in die Welt hineinbringen und dass Jesus unser gemeinsames Zentrum ist. Das ist die Mission. Und ja, wir haben zum Beispiel eine Working Community jeden Donnerstag am Abend zu tun, vom Bless Tun. Wir haben Kleingruppen, wir haben Gottesdienste. Ja, ich bin voll dafür, dass wir sie ins Leben hinein integrieren. Ich glaube, es braucht ganz verschiedene Sachen und Gott wird euch als Jugendgruppe, als Gemeinde, als Kleingruppe zeigen, wie ihr die Gemeinschaft könnt leben könnt. Ich glaube, es ist nicht immer nur, sich möglichst viel treffen oder möglichst viele Events machen. Manchmal sind es auch nicht Events. Manchmal ist es, zusammen über einen Mittag spazieren oder zusammen zum Mittagessen oder zusammen daheim ein Fenster putzen. Und das muss man eh machen. Das kann man so zusammen machen.
Also ich glaube, wir müssen in unserer heutigen Zeit Gemeinschaft probieren, geführt vom Heiligen Geist, in den Alltag hinein zu integrieren. Und ja, ich finde, alles ist Gemeinschaft. Weil es in der Apostelgeschichte heisst, der Tempel und das Haus. Da ist es eben bewusst die Spannung. Ich würde nie sagen, hey, ja, Gottesdienst ist das Schlechteste, was wir machen können. Im Gegenteil, ich finde, Gottesdienst ist etwas Schönes, wie hier in Bless Bern. Hey, das ist eine Power, die wir nicht haben. Bei uns, in meinem Live-Group, in meiner Kleingruppe, haben wir nie so, hey, übrigens, Band, es ist so eine Freude, hier zu worshipen mit euch. Ich kann sagen, bei unserer Kleingruppe ist der Worship sehr trümmelig. Ja, komm, wir geben einen Applaus. Es ist immer sowohl als auch. Ich bin dagegen, dass wir irgendwie das ICF schlecht machen für ihre Gottesdienste und nur noch Hauskirchen machen. Ich glaube, es braucht beides und wir müssen als Community, der wo du Verantwortung hast, wenn dir Gott eine Kleingruppe hat anvertraut, eine Jugendgruppe, hock mit dem Team her, bet, frag den Heiligen Geist, was dran ist. Und er wird es zeigen. Vielleicht ist es zusammen beten, einmal in der Woche, am Morgen früh oder über den Mittag, zusätzlich zu deiner Jugendgruppe. Vielleicht ist es zusammen joggen, etwas, was dir eh schon gut tun würde, oder? Merci, Geru. Die zwei weiteren Fragen, wie bei euch die Kleingruppe aussieht und wie häufig ihr euch trefft, ich glaube, da kann die Person auf dich zukommen oder die, was interessieren. Dann. Und inwiefern es heute noch möglich ist, täglich eben so Kleingruppe oder Gemeinschaftsleben, hast du jetzt, glaube ich, schon ein bisschen davon erzählt. Darum gehen wir in die letzte Frage. Gibt es Unterschied, wie viel Gemeinschaft jemand braucht? Braucht jemand introvertiert? Vielleicht weniger Gemeinschaft und mehr Zeit für sich? Ja, voll. Ich würde auch nicht Gemeinschaft nur definieren in der Zeit, die wir zusammen verbringen. Ich glaube, Gemeinschaft ist tiefer als nur an Zeit zu messen. Gemeinschaft ist auch ein Mass an Verbundenheit. Ich spüre mit meinem Freund, den ich mich jeden Freitagmorgen zum Kaffee treffe, wir verbringen jetzt nicht jeden Tag noch zusätzlich Zeit. Aber zu ihm habe ich eine tiefe Verbundenheit, wo ich weiss, hey, der stellt mir die harten Fragen. Und ich werde ehrlich sein zu ihm. Das ist ein Mass an Connection, an Gemeinschaft, die mega tief ist. Aber die gemeinsame Zeit, die wir zusammen verbringen, ist nicht mega viel. Zum Beispiel meine Frau, die man nicht mehrere Sachen. Heute haben wir am Morgen Gottesdienst gehabt, am Nami Adonia Party mit den Kindern und am Abend ist noch Bless Bern. Meine Frau, schon nur, wenn sie das in meinem Kalender sieht, die bekommt ein Burnout. Ich liebe es. Für mich gibt es nichts Besseres. Am Nami habe ich auch meine Freunde gesehen mit ihren Kids an der Adonia Party, am Morgen alle Freunde im Gottesdienst. Und jetzt bin ich noch bei den Freunden hier. Für mich ist es der schönste Tag vor Wochen, versteht ihr, wie ich meine? Für meine Frau schon nur, wenn sie die Agenda anschaut, hat sie fast ein Burnout. Aber das müssen wir respektieren. Dafür ist sie letzte Woche an uns 3 Tage in ein Hotel geschickt, für sich alleine und Wellness. Wow. Und ich glaube, so braucht es beides. Merci vielmals, Geru. Du wirst am Schluss noch den Abschluss sagen, sprechen für uns alle. Wir haben jetzt noch eine Übergabe, den Abschluss vor. Mir ist noch wichtig zu sagen, mega gute Message, Geru. Uns als Bless Bern kennt, ist es wichtig, dass wir sagen, hier, das ist keine Kirche, das ist keine Gemeinschaft in dem Sinn, wie wir es gehört haben, die sich mega regelmässig trifft und so, sondern wir sind eben das grosse Familienchef-Fest, wo das Grosse triffst mal, wo dir das Feuer gibt, vielleicht nach für die Woche, die Gemeinschaftsleben untereinander. Und da ist schon ganz viele Kirchen, Gemeinden hinter dem Bless Bern und wir machen euch mega Mut, dass ihr Anschluss findet in so einer Kirche, in so einer Kleingruppe, in einem Hauskreis, was auch immer, wo das hier können wir euch nicht bieten und wollen wir euch nicht bieten, aber gleich finden wir es mega gut, dass wir euch können, ja, mal in diesem Rahmen ermutigen und anzünden für das, was in einer Woche folgt.